Willkommen heute zu einem Interview. Ariane Roth ist heute mein Gast. Ich freue mich total, dass du wieder da bist. Du strahlst wieder. Es tut gut, dass du hier bist. Hallo, liebe Ariane. Hallo, liebe Alexandra. Ich freue mich sehr über deine Einladung zum Gespräch. Ja, ich finde, das könnte jetzt auch eine Reihe werden. Wenn wir uns austauschen. Das letzte Mal warst du ja bei uns zu Gast bei Stimmpower im Gespräch. Ich freue mich jetzt, bei dir zu Gast zu sein. Genau, und wir werden in den nächsten Minuten reden über dieses Thema Business und Stimme. Da ist ja schon ein ganz enger Zusammenhang. Und du bist ja diese Stimmexpertin, bist erfolgreiche Sängerin mit Liebe, mit Herz, mit Leidenschaft, mit voller Energie. Und ja, ich denke, da ist immer noch Verbesserungspotenzial. Ich bin jetzt auch mit diesen Interviews mehr und mehr gestartet. Kannst du mir, uns, der Community, mal 3 Tipps geben, wie wir augenblicklich unsere Stimme kräftigen können? Sehr, sehr gerne. Das ist mein großes Thema. Es ist meine Leidenschaft. Und was man immer gleich machen kann, ist mal zu schauen, wie geht es meinem Körper in dem Moment? Also wenn ich am Schreibtisch sitze, wäre es doch mal gut, reinzuspüren, was die Schultern gerade so machen. Und wir kreisen jetzt mal die Schultern. Und wichtig ist, meine Kunden wissen das, ich sage immer allen Kunden, ab jetzt übt ihr bitte deppert zu schauen. Deppert heißt dumm. Was bedeutet das? Kiefer fallen lassen. Und jetzt kreisen wir die Schultern und der Kiefer hängt. Warum ist es wichtig? Wenn wir die Schultern kreisen, auch mal in die andere Richtung, dann lösen wir Verspannungen. Die Verspannungen sitzen hier. Wir können den Nacken noch dehnen. Wenn der Kiefer locker hängt, dann kann der Atem frei fließen. Und in der Stimmarbeit ist es immer sehr wichtig zu schauen, dass man Fehlspannungen löst, Verspannungen lockert. Denn man kann sich merken, ein lockerer Körper, wo der Atem durchlässig fließen kann, bedeutet eine lockere, präsente, resonanzreiche, voluminöse Stimme. Die wollen wir alle. Denn wenn wir sprechen, dann wirken wir ja auch über unsere Stimme. Und da kann jeder immer schon im ganz Kleinen beginnen, indem er mal schaut, hey, wie geht's meinen Schultern, wie geht's meinen Nacken, wie geht's meinen Füßen? Was macht mein Bauch? Ist der gerade fest? Und der Kiefer. Und da können wir jetzt eine Übung, die geht auch immer super, wenn man zwischendrin mal am Computer arbeitet, kauen. Mhm. Ganz genüsslich und mit der Stimme. Und das ist so eine Stimmenübung. Ein Summen ist immer ein Wellness, in die Stimme kommen. Denn wir sagen in der Stimmarbeit, beginne nie am Morgen deinen Business-Tag mit einem Kaltstart. Denn ein Sportler würde doch nie unaufgewärmt einen Lauf starten, oder? Und Stimmbänder sind Muskeln, die müssen genauso aufgewärmt werden. Deswegen macht es ab jetzt Sinn für jeden im Business, bevor ich den Hörer in die Hand nehme, bitte wärmt euch kurz auf. Da reicht es schon einmal genüsslich kauen und summen, Schultern lockern, mal Kiefer hängen lassen, zu seufzen, zu gähnen. Und dann fühle ich mich schon besser und kann ganz anders starten. Das, glaube ich, waren jetzt mehr als 3 Übungen. Ah ja, die ein oder andere vergisst man wieder, sicher ist sicher. Ich kann nur sagen, ich fühle mich jetzt noch viel frischer. Ich nehme mir das jetzt echt vor, weil diese Übungen sind ja relativ, nicht relativ, sondern total einfacher zu machen. Und du spürst es dann sofort, dass da einfach ein Unterschied ist. Ja? Mhm. Und das ist auch das Stimmarbeit, ist kein Hexenwerk. Und was wir in unserer Arbeit machen, ist, die Leute zu sensibilisieren für ihren Körper. Wenn ich den nämlich besser kenne, dann kann ich ihn auch bewusster einsetzen. Und wir wollen ja alle eine souveräne Stimmwirkung im Business. Also ist es wichtig, erstmal zu schauen, wie geht's mir? Und was kann ich jetzt tun, um die Situation im Moment zu verbessern? Und es geht immer über den Körper. Und dann tue ich meiner Stimme etwas Gutes. Schön. Und gibt es manche, die
das Potenzial noch mehr nutzen können in der Stimme? Also ich sage jetzt mal, es tut jedem gut, jedem, sich einmal mit der Stimme zu befassen. Denn wir haben ja alle bei Geburt eine Stimme bekommen. Und wir gehen jahrelang in die Schule, wir machen Ausbildungen, wir machen Fortbildungen, Weiterbildungen. Aber die Stimme bleibt immer so ein bisschen auf der Strecke. Und dann höre ich dann solche Stimmen, Menschen, die so reden. Oder ich rede immer sehr hoch und dann wirklich auch ganz anders, obwohl ich noch dieselbe Person bin. Oder ich rede eher monoton und wir merken, dass es sofort etwas mit der Wirkung macht. Mhm. Und man muss verstehen, wenn ich etwas verkaufen möchte, mein Produkt, meine Dienstleistung oder wenn ich in einem guten Kontakt mit Menschen sein möchte, dann sollte ich mir Gedanken machen, nicht nur über das, was möchte ich jetzt sagen, sondern auch darüber, wie sage ich das denn eigentlich? Passt das denn zu dem, was ich sagen möchte? Passt das zur Situation? Denn wenn ich die ganze Zeit so laut reden würde wie manche, dann ist das jetzt in dieser Situation, in der wir sind, komplett unpassend. Und dann, das heißt, ich höre auch raus, die Stimme hat einen ganz engen Zusammenhang auch mit der Stimmung, oder? Immer. Mhm. Ganz genau. Wir sagen, Stimmarbeit ist Persönlichkeitsarbeit. Wenn wir mit Klienten arbeiten, dann ist es immer dieser Aha-Effekt, dieses, oh, tut es gut. Denn auf einmal geht es nur um mich. Ich darf hinein spüren, hinein fühlen. Ich habe mal Zeit, mich mit mir zu befassen. Und da ist so eine Lebendigkeit, eine Freude dabei. Denn ich sage jetzt einfach mal, wir alle müssen und wollen kommunizieren. Wir wollen in Verbindung treten. Natürlich, natürlich. Stimme aussenden. Und ich habe immer... Ich freue mich dann immer wahnsinnig, wenn Klienten nach einem Training oder einem längeren Prozess, den wir miteinander arbeiten, wenn die dann rückmelden, wow, es fühlt sich anders an, leichter. Ich kann viel besser wirken, ich kann spielen mit meiner Stimme. Die Leute hören mir besser zu. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Wir machen das nicht nur für uns, sondern ja auch um die Beziehungen, die wir jeden Tag haben, am Telefon, im Zoom-Call, im direkten Kundengespräch. Wir wollen, dass die Beziehungen gut sind, dass die Kommunikation erfolgreich verläuft. Wenn ich mit Menschen arbeite, dann mache ich erstmal Musik an und dann tanzen wir und spüren uns und spüren den Rhythmus und den Ausdruck vom Körper, von der Stimme und dann singen wir auch zusammen. Ich habe auch einen Online-Chor gegründet und da können Menschen online gehen und sich mit mir per Zoom verbinden und dann singen wir zusammen. Und ich gebe Tipps zur Stimmkräftigung, zur Stimmübung, fürs Warm-up, wir meditieren zusammen und dann singen wir ausgewählte Pop-Songs. Und was passiert danach? Die Menschen kehren anders an den Schreibtisch zurück. Es ist mehr Freude im Körper spürbar. Die Menschen haben ihre Portion Glückshormone bekommen, die immer beim Singen ausgeschüttet wird. Und danach fühlt sich jeder besser. Und am Anfang sind da natürlich immer so Hemmungen und Bedenken im Raum. Und am Ende geht es aber eigentlich, und es war bis jetzt zu 99% immer so, geht es den Menschen besser und sie sind freudig und in ihrer Kraft. Und sie spüren sich wieder mehr und können dann auch ganz anders weiterarbeiten. Ganz toll. Also du verkaufst mit Herz und Wissen. Du bist richtig dabei und total überzeugend. Also das muss ich mal sagen. Das ist wunderschön, das ist wunderschön. Ich wünsche euch da ganz viel Stimmbauer, Freude und ja, viel, viel Spaß und viel Erfolg, der sie dann auch sichtbar macht in anderen Bereichen, wie im Business zum Beispiel. Super! Danke, liebe Alexandra. Ja, ich freue mich schon sehr und danke dir auch für das Gespräch. Es ist immer schön, sich mit dir zu unterhalten. Kurzweilig geht viel zu schnell rum. So ist es. Es gibt ein nächstes Mal. Und wenn du gerne bei Ariane Roth in ihrem Online-Stimmchor mitmachen möchtest, dann nimm gerne mit ihr Kontakt auf. Viel Freude, viel Spaß, viel Vergnügen.